Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Hier ist euer Chaka und ich hoffe, ihr habt eure Spitzhacken geschärft und eure Schlüpfe angezogen. Nämlich jetzt geht's wieder um Horror und eigentlich mehr um Erotik als um Horror, finde ich hier gerade. Ich habe hier ein paar Sachen gefunden, die ich angucken kann. So, schön, habe ich mal angeschaut. Nein, du sollst dir das anschauen. Kann ich anschauen. Steuerung, Interaktion, Gehen, Sprinten, Anhalten, Schachangriff, Anschleichen, Interaktion, Werfen. Achso, das ist als Benutzer definiert. Ah ne, doch nicht, oder? Egal. Ich habe mir das angeschaut. So, mal sehen, ob das... Da hat sich nichts verändert. Du sollst dir das angucken. Geh das an. Ja, ach so, ah, jetzt kommt das Siegel eingeprägt. Wunderbar. Jetzt geht's weiter hier in unser Sexshop. Und jetzt geht's um Herzchen malen. Ist der Typ vielleicht noch irgendwas? Willkommen im Sexshop 1.1. Schädel genommen. Tja. Manche nehmen eine Einkaufstasche, ich nehme Schädel. Das ist, ich sehe überhaupt nichts. Kann ich nicht hier oben die Fackel anmachen? Ich sehe nichts! Hab ich nicht eine Fackel? Ich will eine Fackel haben. Ich will eine Fackel haben. Die Erde bebte, als ich zum ersten Mal die Bestie gesehen habe. Ihre brutale Kraft ist keiner anderen ebenbürtig. Sogar Dämonen suchen eine Zuflucht, wenn der Teufel in der Nähe ist. Die mit Blindheit bestraften Märtyrer werden wahnsinnig und erinnern sich an nichts außer Schmerz und Gewalt. Die Schwächeren geben letztendlich auf. Ihr Geist wiederum wird zerstreut und hinterlässt eine kraftlose und der Hoffnung beraubte Hülle. Es gibt unter ihnen auch solche, die die Wut ausnutzen und nochmals die verstümmelten Körper zu beleben und die Adern mit dem brennenden Blut der Dämonen zu füllen. Boah, indem sie sich Wahnsinn und Brutalität eröffnen, verwandeln sie sich in riesige Bestien, deren einzelnes Ziel das Zufügen von Leid ist. Schmerz und Angst werden zu allem, wonach sie lechzen, die Reste des Glaubens, die am Grunde des Verstandes vergraben sind, bewirken, dass der Teufel der Göttin Irioi treu bleiben und unterbewusst versuchen, sie zufriedenzustellen, indem sie immer weitere Konstruktionen für sie erschaffen, aus Leichen von Menschen, die töricht genug waren, ihnen den Weg zu stellen. Halte den Atem an und bete, wenn du spürst, dass die Erde unter deinen Füßen anfängt zu beben. Ja, ich werde auf jeden Fall mich dran erinnern, wenn die Erde unter mir anfängt zu beben. Ich sehe trotzdem nichts.
weil ich wahrscheinlich keine Fackel mitgenommen habe. I see don't anything. Ich sehe nix. Wo ist diese verdammte Fackel? Hier ist was. Ah, geht doch. Endlich. Ich sehe wieder was. Und ich sehe, oh, ich will ja sofort wieder ausmachen, die Fackel. Weil ich sehe Sachen, die ich gar nicht sehen will. Ach so! Immer wie diesen Molch wieder angekommen. Was macht der denn da? Oh, der haut sich selber! Guck mal! Bam, bam, bam! Ja, manche riechen sich, manche hauen sich in die Fresse, ne? So geht das auch. To the very peak, on a journey. Set off on a journey. Ja, ja. Follow her. Es gibt ja keine Journey. Alter, so Finger. Bebt es? Was ist das für ein Gollum? Sollte ich mir Sorgen machen? Dämonen setzen auf ihre Sinne, lernen die Verhaltensweisen deiner Gegner und nutzen das Umfeld und effektiv gegen sie vorzugehen. Drücke Alt, um den Atem anzuhalten, sodass du schwieriger aufzuspüren bist. Verdecke dich in den Leichenbergen oder in den Spalten, um nicht entdeckt zu werden. Nutze Möglichkeiten, um in verborgenen Ecken zu bleiben. The Red Goddess ist die einzige. There is nothing she. The Red Goddess, the only one. There's nothing. She's the only one. The Red Goddess, the only one. There's nothing. Ah! Geilomat 5000. Oh. Jetzt habe ich die Farbe kaputt gemacht. Juhu, ich bin ein Geist. Soll ich Wände gehen? Ich bin gerade echt wie ein Geist. Bin ich ein Geist? Nimm es raus aus mir. Maybe they're right. You're just a dream. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl. Ja, das ist mein Leitspruch. Oh, muss ich jetzt wieder von vorne anfangen? Nee, von vorne. Ich sehe trotzdem nichts. Wie kann ich eine Fackel nehmen? Ich weiß trotzdem nicht, wo ich mich da verschenken soll. Otherwise, before her arrival, everything was different. What else can we do to change? Ich laufe jetzt einfach mal hier rum. Show me what you taste like. We give us a taste. Just a bite. Wie sieht der denn aus? Show me what you taste. Ja, komm. Das ist ein freundliches Personal hier. Das sollte ein Erotik-Shop anders haben. Ne? Also, das ist das falsche Personal. Ich glaube, bei denen ist, glaube ich, das Klo ausgelaufen. Deswegen ist ja auch so viel was. Oh. Show me what you taste. Ja, das hast du mir gerade schon erzählt.
Dann muss ich auch nicht. Wo muss ich denn dann, meine Freunde? Wo muss ich lang? Das ist gerade irgendwie so ein ganz wirres Labyrinth hier. Ein Labyrinth der Verzweiflung. Otherwise, before her arrival, ich hab das schon gesehen. The Red Goddess, the only one. Hier wollte ich nämlich nicht lang. Nicht schreien. Alles gut, kommt ein Pflaster drauf. We all were here. Ii, was ist das denn? Ah! What's the matter, old man? You feel lost? Fulfill the ritual. Bring together all of the skulls and escape from this mine. Der Dunst aus Fell und der Gestank von verbrannten Blut erfüllten die Kammer mit stickigem Rauch, der sich in die Lunge bohrte und die Sinne abstumpfte. Endlich erkenne ich besser ihre Gestalt. Ich spüre ihre stinkenden Atem im Nacken, während sie flüstern und von der Dunkelheit verhüllt lachen. Sogar mein eigener Schall scheint unscheinbar Formen anzunehmen. Das pulsierende Klapper von Hufen ertönt irgendwie in meinem Hinterkopf. Wie soll ich die Grenzen des Wahnsinns überschreiten? Der von mir herbeigerufenen Dämon ist nur von Anfang an des geschwundenen Pfades über die Grenzen meines eigenen Verstandes. K.N. Stimmt, ja. Also diese Herzen holen. Yeah. Boah, das ist echt heftig. Das ist echt... Ja, komm. Die Scheulen. Kann ich hier hochspringen? Schade. Wow, da kommt der. Scheiße, scheiße, scheiße. Alter, was haben die denn da für 6 Spiele? Was machen die denn da? Habe ich schon gehört von dir. Irgendwelche steck es rein und steck es wieder raus. Irgendwelche solche Sachen. So, jetzt nochmal. So, Schädel gefunden. We give us a taste. Schau dir gleich mal was hier. Just a bite. Einen Arm genommen. Ich habe einen rechten Arm gefunden. Ab zum Fundbüro. I'll build you only the most beautiful temple. I promise. When I dissolve, I'll build you all. The Red Goddess, the only one. There is nothing. She's the only one. Oh, das wäre voll gewesen. The Red Goddess. The only one. Ja, ja.
There is nothing. She is the only one. I'm rising, deformed. Klar, hier fehlt etwas. Ich hab einen Schädel, ich hab einen Arm. Nee, ich hab einen rechten Arm. Ich hoffe, diese Viecher kommen nicht wieder. Aktiviere die Kontrollpunkte oder sammle Götterstadion, um die Schicksale zu erhalten. Da muss ich noch hin. Ja. We're here, guilty. We're all guilty. You can't believe anyone. We're here, guilty. We're all guilty. Verpiss dich. Steck dir meine Fackel in den Arsch, ich sag's dir. Nein, ich schreien. Heul nicht um. Deformed, broken. Ih, der hat einen Pimmel dran. Guck mal, der Pimmel, Mann. Nein, die solltest du doch nicht wegschmeißen, du Mongo! Da hör auf, so rumzuschreien. Ja, ich komme hier weiter, geil. Jehovas, die stören mich mal wieder nicht. Oh mein Gott, da ist der drin. Da ist der. Scheiße. Ist das einer von denen? Ich will es nicht rausfinden. Hier. Das ist aber ein schlimmer Sexshop. Oh mein Gott. Women. Lots of them here. Ja. Pleasure? No, not here. They're demons.
Ach, Leute, wo sind die denn? Hier. Fehlt was. Das ist schon mal gut. Das ist auch super. Der letzte, komm schon. Das muss ich irgendwie hinkriegen. Wie komme ich denn da hin? Jetzt hör auf rumzuschreien, ja? Da muss der sein, genau da drüben. Wie komme ich auf die andere Seite, frage ich mich. Komme ich hier nicht weiter? Komm doch nicht wieder. Statue erworben. Gesammelte Statuen und Bilder schenken dir Punkte, die zusätzliche Inhalte freischalten und in der Hauptmenügalerie. Das ist sehr schön. Hauptsache, diese Typen kommen nicht vorbei. Auf die andere Seite, frage ich mich. Ach, kommt der Schreier jetzt wieder. Ja, hör mal auf rumzuschreien. Mensch, ey. Oh mein Gott, da hinten ist einer. Lang. She will suck up, she'll devour you. You'll see. The goddess will suck the marrow out of your bones. Eat you up. She will suck up, she'll devour you. You'll see. Wie kann man den Ausweg der Unendlichkeit finden? Ich habe 100 Korridore durchquert, die so gewunden waren wie die Pfade des Verstandes oder eines Wahnsinns. Aber ich werde nicht rasten, bevor ich den Ausgang nicht gefunden habe. Ich hätte nie gedacht, dass Blut so begehrenswert wird. Nutzt es, um eure Schritte zu markieren. Das ist der einzige Ausweg. Verliert euren Glauben nicht. Ja. Ah, hier. Geil, ich hab den letzten. It's so exciting to see how you evolve. Another took so much more time to do this. jetzt muss ich nur gucken, wie ich hier eben wieder rauskomme. Oh mein Gott, da hinten ist wieder so ein Spacken. Oder? Ist das ein Spacken? Oh, das ist ein Spacken! Scheiße! Hahaha, ihr küsst mich nicht! Oh!
Do you really think that you're worthy of my favor? You're not even able to make a sacrifice to me. Surrender, as all others you knew. Mm-hmm.